Moin Moin und herzlich willkommen. Neue Runde, neue Opfer. Willkommen zur Folge 160 Fallout 4. Wir Schnellreise zu den Railroad, denn Das hat was Dringendes für dich. genau, ich soll sie töten und das für das Institut. Und das werde ich jetzt auch gleich mal tun. Was kann man jetzt hier als... Warum habe ich keine Granate geworfen? Warum funktioniert denn das nicht? Glory! Ja, die ist hart drauf mit ihrer Flinte da. So, komm, Kopfschuss jetzt, endlich. Nein! So, aber jetzt. Komm her, Deacon. Mach ich doch schon mit euch. Die Höhle haben wir ausgeräumt, sozusagen. Nee. Ach komm, nehmen wir die Mila mit. Die Minigun. Ach, hier so eine scheiß Impro-Pistole mitgenommen. Die Minigun ist nichts Besonderes, die nehme ich auch nicht mit. Haben sie aber hier feuerfrei, ne? Geballert wie die Kaputten. So, Desdemona, tut mir richtig, richtig, richtig leid. So, du Blechbüchse, weißt du, was ich mit dir mache? Brauchst gar nicht wegrennen. Ach, scheiß drauf. Ah, komm, Hundi, lass. Spar dir die Kraft, Dogmeat. Sprich mit Vater, na, wie immer. So, Schnellreise wieder zurück.
Weg ist er. Pam, verschwunden. Auf mysteriöse Art und Weise. Weg. Komisch. Ist aber so. So, Railroad. Ich hätte gedacht, die haben, hätten ein bisschen mehr Action hier. Aber nein. Ging ja schnell. Knickknack, Arm ab. Und schwupps. Ich wünschte, Sie hätten Vater so wie wir gekannt. Dank des neuen Reaktors haben wir mehr als genug Energie. Na, da bin ich aber froh. So, Institut, wollen wir mal knickknack schnell durchmachen? Noch eine höher. Weil. Nase voll von dem Kokolores, was sie hier veranstalten. Aber ich will die Trophäe haben. Die Arbeit ist also getan. Tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht einfach für dich war. Nee, war nicht. Es war hart. Ja. Ich versichere dir, dass es keine andere Möglichkeit gab. Ihr Fanatismus hätte es nicht zugelassen. Es gibt offensichtlich eine letzte Bedrohung, der sich das Institut stellen muss. Fanatismus. Das Institut hat keinen Fanatismus, na ist egal. Worum geht es? Ich denke nicht drüber nach. Was für eine letzte Bedrohung ist das? Nun, vielleicht ist sie am Ende doch nicht so offensichtlich. Die stählerne Bruderschaft ist von Technologie besessen und hat gezeigt, dass wir nicht friedlich zusammenleben können. Sie wird sich irgendwann von uns das holen wollen, was wir über lange Zeit geschaffen haben. Wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Sie vernichten? Was meinst du denn genau damit? Damit meine ich, dass wir alle Streitkräfte der Bruderschaft im Commonwealth zerstören. Aber das Problem mit der stählernen Bruderschaft geht über die Grenzen des Commonwealth hinaus. Es reicht nicht, sie hier zu vernichten. Es gibt von ihnen noch mehr auf der Welt. Und auch sie werden uns angreifen. Wir können sie jetzt besiegen. Und das wird uns wieder gelingen, wenn es sein muss. Wahrscheinlich schon. Aber es wäre klüger, dem jetzt ein Ende zu bereiten. Wir werden ihnen zeigen, dass sich die von ihnen so hochgeschätzte Technologie gegen sie wenden wird, wenn sie sich mit uns anlegen. Wir zeigen ihnen, dass wir aus dem Nichts erscheinen können, wenn wir wollen, und sie uns niemals aufhalten werden. Sie werden sich hüten, sich jemals wieder mit uns anzulegen. Wir werden sie einfach angreifen? Es gibt einen Plan, der etwas umfangreicher ist als das. Dr. Watson sollte im Labor sein. Er wird dir alles Weitere erklären. Die Zeit drängt. Okay. Britwin Down. Das ist neu. Und das ist auch cool. Mal sehen, wie ich die da platt machen muss. Oh, dieses Hin- und Hergerenne, das hätten die doch auch anders machen können, echt. Die Leute von draußen sind bei uns eigentlich nicht willkommen. Ich hoffe, du weißt dein Glück zu schätzen. Oh. So, ob wir die Fritwin auch einfach nur mit Granaten die oder mit Sprengen... Die Energie dürfte zu höherer Effizienz und Produktivität führen. Sprengladungen niedermachen? Dr. Watson, was ist denn? Ich bin Sherlock Holmes. Wir sollten zusammenarbeiten.
Nein. Sean sagt, es ist an der Zeit. Oh, nun, ich denke, dass es soweit ist. Ich denke, wir müssen los. Brechen wir auf, Rosalind. Sean sagt, dass es an der Zeit ist. Was, jetzt? Ich prüfe noch den Code, den die Robotik geschickt hat. Der Algorithmus ist grauenvoll und noch weit vom Optimum entfernt. Ja, ich weiß, aber hier ist wirklich Eile geboten. Dr. Orman hat die meiste praktische Arbeit geleistet. Deshalb wird sie dir die Grundzüge erklären. Okay, danke. Ist das wirklich so aufregend oder geht es nur mir so? Du weißt sicher, dass die Bruderschaft ihr Hauptquartier am Flughafen hat, oder? Das ist mir bekannt, ja. Okay, gut. Wenn sie weniger intelligent wären, würden wir nicht darüber reden. Wir würden sie einfach mit Synths überrennen. Aber sie sind keine Idioten. Es ist ihnen gelungen, ein EM-Feld zu erzeugen, das unsere Transmissionsfähigkeit lahmlegt. Also gelangen wir per Transmission auf das Luftschiff und sabotieren es? Das würde uns nicht nützen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen ihrem Roboter und dem Luftschiff. Der unmittelbare Bereich um ihr Lager ist Sperrgebiet. Aber sie haben nicht den gesamten Flughafen abgedeckt. Wir können dich per Transmission zu einem Punkt am Rand des Flughafens transportieren, sodass du reingehen und die Generatoren deaktivieren kannst. Zumindest haben wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Genau. Du hast das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen, bevor sie die Verteidigung organisieren. Für jeden Generator, den du ausschaltest, können wir Synths reinbringen, sodass dein Vorteil größer ist. Und, oh, hätte ich fast vergessen. Nimm die hier. Oh, danke. Granaten. Natürlich, Granaten kann ich immer gebrauchen. Nein, nein, das sind keine Granaten. Diese Dinger, ich habe noch keinen guten Namen dafür, senden ein Ortungssignal. Dort, wo sie landen, können wir sie anpeilen und Synths per Transmission zu dieser Position bringen. Sollte es notwendig sein, können Synths direkt dort landen. Wir haben nur wenige davon. Also setze sie gut ein. Wirf sie bitte nicht in die Bucht. Was soll die Verstärkung denn machen? Sie wird dir mehr Zeit verschaffen, während du das eigentliche Ziel verfolgst. Wenigstens werden sie einige Kugeln abfangen, die für dich bestimmt sind. Deine eigentliche Aufgabe ist, zu Liberty Prime zu gelangen. Du weißt, worum es hier geht, oder? Was ist Liberty Prime? Evan kann dir einen kurzen Überblick geben. Ja, natürlich. Liberty Prime war ein militärisches Vorkriegsexperiment. Die Bruderschaft hat ihn gefunden, als sie zum Ödland der Hauptstadt vorstieß. Sie bekamen ihn nicht zum Laufen, bis sie Hilfe von Dr. Lee erhielten. Ich wusste nicht, dass sie einen solchen Einfluss hatte. Ja, er war so erfolgreich, dass sie ihn mitgebracht haben. Du kannst dir sicher vorstellen, gegen wen sie ihn einsetzen wollen. Dr. Lee hatte bei Liberty Prime Zugang zu allem. Zu wirklich allem. Obwohl wir nicht alles schriftlich haben, verfügen wir über genügend Informationen. Wir wissen, wozu er in der Lage ist und wie wir das nutzen können. Wir haben unser Wissen gesammelt und Modifikationen vorgenommen, basierend auf dem, was wir glauben, dass sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Und haben dann, das war meine Idee, das Ganze in einen modifizierten Synth geladen, der den Virus direkt in Liberty Prime pflanzen kann. Der kleine Kerl wird ungeschützt und verletzlich sein. Deshalb musst du ihn im Auge behalten. Sorg dafür, dass er nicht drauf geht, verstanden? Mit Liberty Prime auf unserer Seite haben wir einen enormen Vorteil. Er wird nicht durch die Gegend trampeln und er wird auch keine Befehle entgegennehmen. Aber seine Waffen und Zielsysteme werden überschrieben. Und er wird ihr Luftschiff als vorrangiges Kommunistenziel im Commonwealth erkennen. Deshalb ist dein Hauptziel einfach. Schlag dich zum Roboter durch und halte die Position, bis der Synth seine Sache erledigt hat. Oh, und keine Sorge, wir holen dich raus, bevor alles in die Luft fliegt. Falls du Fragen hast, solltest du sie jetzt stellen. Falls nicht, wirst du bestimmt schon oben im Transmissionsraum erwartet. Was für Unterstützung habe ich? Wenn unser Reaktor online geht und das Feld deaktiviert ist, können wir sie mit allem angreifen, was wir haben. Und das werden wir auch tun. Falls du Fragen hast, solltest du sie jetzt stellen. Falls nicht, wirst du bestimmt schon oben im Transmissionsraum erwartet. Okay. Ich habe keine Fragen. Bringen wir es hinter uns. Gut. Viel Erfolg. Ich gebe Bescheid, dass du auf dem Weg nach oben bist. Dr. Lee zeigt es vielleicht nicht, aber sie freut sich, dass der Reaktor in Betrieb ist. Das wird witzig. Zuerst haben wir mit Liberty Prime das Institut bekämpft. Ja, und jetzt machen wir die Geschichte mal andersrum. Und Zufriedenheit gehen Hand in Hand. Wir müssen unsere Sicherheitsmaßnahmen für den neuen Reaktor anpassen. Der richtige Weg ist.
Los, lauf. Das Institut geht mir ehrlich gesagt sowas auf den Zünder, das glaubt ihr gar nicht. Muss ich denn hin, verdammt Axt? Wir fühlen uns geehrt, Sie willkommen zu heißen. Was? Ja, mit den leckeren Sachen. Eigentlich. Pass mal auf, wir machen das anders. Und zwar flatter ich erstmal dahin. Ich reise erstmal schnell nach Hause und hol mir meinen Anzug. Meine Powerrüstung. Besser ist das. Damit ich auch nicht aus den Angeln gehoben werde, wenn da alle möglichen kaputten Hunde von der Bruderschaft mich da beballern. Ich hoffe, ich habe auch noch genug Aluminium. So, ich werde mal soweit mit dem Speichern. Ich hoffe, ich habe genug Aluminium, um die Kiste auch zu reparieren. Gucken wir mal. Hoffentlich baust du was Gutes. So. Perfekt. Verlassen. Einmal einsteigen, bitte. Zack. So. Und wieder zurück. Ah, hier, dieses Kettenklingenmesser, das habe ich auch noch nicht gefunden. Oder doch, habe ich schon eins? Das wollte ich eigentlich mal benutzen. Ein bisschen pimpen. Modden. Hier heißt das ja modden und nicht pimpen. Ja, und dann mal auf Ghule-Yacht gehen mit dem Ding. Aber trotzdem, die Zeremoniumklinge ist immer noch die beste. So, ich weiß nicht, ob ich das hier mit dem Aufzug jetzt richtig mache. Aber ich muss doch in den Transmitterraum und der ist doch eigentlich nur mit dem Aufzug zu erreichen, oder nicht? Schwupps. Bin ich schon unterwegs. Durch die Sphäre. Zum Flughafen. Der Pridwin. Und baller jetzt gleich wie ein Kaputter die stählerne Bruderschaft weg. Das sind sowieso alles nur kaputte Hunde. Die haben alle einen an der Waffel. Draußen ist
was. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was ich so im Sack habe. Obwohl. So, dringen das Terminal ein. Am Flughafen verhindern. Da hinschicken kann. Die zerstört werden. Aber okay. Hier, hier bei mir. Ich keine Granaten mehr? Für die Bruder. Eichhörnchen bissen. Den nehme ich doch glatt mit. Hey. Nee, von dir will ich jetzt nichts, Dogmeat. Ich will die Fusionszellen. Was stand da eben? Aspirant? Aspirant der stehenden Bruderschaft? Ja, also ihr seht, das sind alles Aspiranten. Scheiße, ey. Das sind ja ein paar von der Bruderschaft, ne? Ist ja nicht so, dass das wenige sind. Hammer. Ad Victoria. Ad Victoria am Arsch, mein Freund. Oh,
Die können sich nicht vor uns verstecken. Nee, von hier oben ist auch blöd. Oh, der arme Hund, ey. Was der so aushalten muss. So, noch ein. Die Rübe weggeblasen. So, ein bisschen in den Häuserkampf gehen. Steht mir besser. So, passt mal auf. Jetzt kriegt ihr eine Überraschung hier. So, wo ist denn der hin? Das war der doch nicht. Sonst hätte der doch irgendwas Schönes zu mitnehmen. Sichtkontakt verloren. Ja, schade. Weg ist er. Alles grün aus. So, pass mal auf. Ach, habe ich hier schon. Ha! Das Ding habe ich schon rausgeklaut. Was?
Verdammt! Ach, wartet mal. Das machen wir mal anders. So, die Mini-Nuke hat zwar nicht viel gebracht, aber mir hat Spaß gemacht. So, jetzt ist der Drecksack noch dran. Wo ist er? So, Chamäleonharnisch, das Ding nehme ich mit. Oh. Hey, Dogmeat! Komm, wir hauen mal hier lieber ab erstmal. Ach, Hundi, ich komme, helfe dir. Die ballern ja alle wie die kaputten. Holla, die Waldfee. Ach, guck mal hier, hier ist ein Ziel. Kann ich nichts machen. Ja.
So. Das war Pilgrim. Den kannten wir auch. Oder sie zumindest. So, zerstört die Nummer. So, okay. An der Stelle. An der Stelle. Warte. Schnell mal sammeln. Wer ist da? Auf Befehl des Instituts müssen Sie vernichtet werden. Was war das? Möchte ich mich bei euch bedanken. Und den dritten. Den hole ich mir in der nächsten Folge. Das dritte Teil. Muss ja auch noch ein bisschen Spaß machen. Ey, komm mal, Kumpels. Ich will auch noch was haben. Lasst mir noch ein bisschen was übrig für die nächste Folge. Flucht. Flucht. Ey, lass doch mit in Ruhe. Keine Lebenszeichen fest. So. Keine Lebenszeichen festgestellt. An der Stelle speichere ich, bedanke mich bei euch fürs Reinklicken. Für diese Runde ist leider Feierabend. Die halbe Stunde für die Runde ist überschritten. Ja, wenn euch das Rumgeballer gefallen hat, gebt mir ein Like. Vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Olli.